Name taucht auf und teleportiert sich weg, weil er sein Gesicht in einer Spiegelung entdeckt. Mir eure Existenz geben zu müssen, ist wie beim Bird Box die Augen zu öffnen. Bedeutet das Ende des Lebens, die Chorophobie erdrückt dich. Lad mich ein und ich erscheine sehr aus wie Pennywise. Ich höre deinen entsetzlichen Schrei und schlag dir den Schädel ein. Ich fessel dich an ein Rad, ich kann es auf zwei Arten benutzen. Erstens, ich spreche dir die Gliedmaßen nah mit Eisenstangen, während das Rad am Drehen ist, oder? Zweitens, unter dem Rad wird Feuer entfacht und du wirst nach jeder Umrundung ein Stückchen verbrannt. Verbrannt. Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden endlich alle kapieren. Halloween, es ist interessant, die Nachbarschaft hinterfragt. Ich zwänge sie zum Schlafen mit dem Messer in der Hand, ihre Leichen werden verbrannt. Verbrannt. Rapunzels Fluch hat dich erwischt, er ist wieder da. Ein weiterer Exorzismuspriester glauben nicht, was sie sehen. Wollen mich mit Weihwasser bezwingen und mit Bibelfersen in die Hölle zwingen. Doch merken, es ist Halloween. Vorsicht, über dem Boot verteilt ist Kerosin. Ich habe Feuer bereit. Das Letzte, was man hört, ist ein entsetzlicher Schrei. Man sucht mich wieder mal im Wald, doch diesmal doch kein Slenderman oder Sirenhead, sondern eine Familie an Bäumen aufgehängt. Besonders seine Eltern schockieren dich. Sie hatten den entsetzlichsten Blick, den ein Wesen nur haben kann. Sie wurden 9 Stunden lang extrem gefoltert. Als nächstes sind deine Geschwister dran. Halloween, Psychopathen am Freigang. Das Schicksal hat's vollbracht. Der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden endlich alle kopieren. Halloween, es ist interessant, die Nachbarschaft hinterfragt. Ich zwänge sie zum Schlafen mit dem Messer in der Hand, ihre Leichen werden verbrannt. Verbrannt. Sirenhead ist wieder da und hat Cartoon-Cat mitgebracht. Eine Hexe verbirgt sich in der nächsten Tür, um dich auf magische Reisen in Folterei zu begleiten. Daraufhin wirst du gejagt, hörst Sirenen in der Nacht, im Wald beginnt der Spaß. Sirenhead wird durch Hexen kleiner gemacht, der Kopf von einer Maske verschleiert, die Kraft grenzenlos erweitert. Er jagt dich durch die ganze Nacht, du läufst zu einer Gasse, du zitterst, ich erscheine, Sirenhead kriegt übelste Angst. Er weiß, ich bin der Meister des Horrors, der psychische Meutern, und du bist mein nächstes Opfer. Du musst 8 Hitte sammeln, um überleben zu können, sonst werde ich dich finden, dir dein Leben nehmen, es wird dich keiner vermissen. Das Schicksal hat's vollbracht, der Teufel ist endlich wieder da, um die Anzahl der Menschheit stark zu reduzieren. Wir werden endlich alle kopieren. Halloween, es ist interessant, die Nachbarschaft hinterfragt. Ich zwänge sie zum Schlafen mit dem Messer in der Hand, ihre Leichen werden verbrannt. Verbrannt. Ha 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 ha!